Hallo, lieber Bruder, liebe Schwester, Gottes Segen. Ich bitte dich aufmerksam, mir zuzuhören. Nicht wegen mir, sondern dass du einige Dinge verstehst und wirklich mitnimmst in dem weiteren Lauf, den du hier unten zu machen hast, bis du das Ziel erreichst und aufwachst beim Herrn im Lande der Lebendigen. Wir sind in der letzten Zeit. Das wird kein einziger bestreiten können, der auch nur ein bisschen die Heilige Schrift, wenn es überhaupt hat, versteht. Es gibt nun Gemeindegruppierungen, die sich sicherlich, weißt du das, vielleicht bist du in so einer drin, kannst auf jeden Fall als ein Bruder im Herrn biblisch aufzeigen, dass eine Frau in der Gemeinde nicht zu herrschen hat, nicht den Dienst vorne am Altar, sage ich mal, vorne an der Kanzel zu tun hat. Hat sie nicht. Nicht, weil sie weniger wert ist, sie hat andere Aufgaben. Genau, das ist sehr einfach eigentlich. Und der Herr zeigt das uns auch einfach durch sein Wort und das ist sehr simpel. Das Problem ist, dass natürlicher Geist dahinter steckt. Es gibt ja sieben Sorten von Gemeinden. Keine ist wirklich perfekt. Überhaupt nicht. Die perfekte Gemeinde ist im Himmel. Bei den vollkommenen, bei denen, die angekommen sind am Ziel. Aber es gibt hier unten Gemeindegruppierungen und auch Einzelgemeinden, die Frauen moderieren lassen. Für sie ist es eine Kleinigkeit. Ich habe auch die Meinung, den Brief gelesen, der als Antwort dann zurückkam. Wie sie das überhaupt machen können, wurde mal so angefragt von jemandem, den ich kenne. Na, das Ergebnis war nach einer Weile Antwort, ja, man hätte das dann gründlich mit Brüdern eben schlussendlich gründlich so nachgegangen einfach. Wie war das Wort, weiß ich nicht. Gründlich einfach nachgelesen, nachgeschaut, nachgeprüft. Und das Ergebnis ist, Frauen dürfen für sie moderieren. Das wäre einfach ein diakonischer Dienst. Ja, Frauen haben diakonische Dienste. Diakonie ist einfach Dienst für den Herrn. Aber nicht vorne an der Kanzel. Eine Frau soll schweigen in der Versammlung. Da vorne ist keine Frau im Dienst. Punkt. Das ist der Punkt, den der Herr setzt. Aber der Mensch hebt diesen Punkt weg und führt noch selbst hinzu, ja, das dürfen wir schon. Wir haben es überprüft, jeder nach seinen Gaben und Diakonie und dann ist es für sie gut. Oh, wir wissen, dass da mehr dahinter steckt, natürlich, nicht wahr? Da ist natürlich, da gehöre ich auch zu den anderen Gemeindegruppierungen doch hinzu, die das auch erlauben. Das ist der eigentliche Grund. Das ist der Handschlag, den man gibt mit anderen Gemeinden, die nicht bibeltreu sind. Nun, wie tief geht der Abfall davon? Der erste Abfall ist klar, die Heilige Schrift verworfen. Das hat man vor wie langer Zeit schon? 174 Jahren schon etwa, ja, hat man die Heilige Schrift verworfen. Ja? Ihr habt keine Ahnung, was ich hier hochhalte, nicht wahr? Viele nicht, viele wissen es nicht. Kostbarste, was ich habe, im gesamten Universum. Das ist es. Das hat man verworfen. Erstes. Zweiter Abfall ist, von dem, was der Herr durch sein Wort sagt, sagen sie, wir machen es anders. Oh, wir verstehen es anders. Man kann es auch anders auslegen. Das sagt ein Katholik dann auch. Er kann es durch seine eigenen hinzugesetzten Texte auch sagen. Weißt du, das gehört hinzu. Und dann wird es nach seiner Theologie, wird er das dann auch erklären und für sich das zurechtbiegen. Allesamt haben also recht. Ist das nicht so? Von Katholik bis zu irgendwie kann baptistische Gemeinde Verbund sein. Nicht falsch verstehen. Es gibt Gemeinden, die Baptistengemeinden sind, aber nicht in den Bund hineingehören. Wie ich in einer bin, der nicht in einen Bund hineingehört. Das ist auch im großen Teil immer recht so. Nicht in irgendeinen Bund hineingehen als Gemeinde, weil das Resultat kann sein, dass man dir dann vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast. Wenn du es nicht tust, bist du aus dem Bund heraus
eigentlich das Beste, was er dann geschehen kann. Also die Bibeltreue trennt schlussendlich von den unbiblischen Gemeinden. Aber ich kann dir einfach nur sagen, Gemeinden, die so anfangen, mit, ja, wir machen das halt so, und es steckt natürlich mehr dahinter, klar, dann gehörst du zu anderen Gemeindegruppierungen, echten Laodizianern gehörst du dann wirklich dazu, da bist du dann mit noch mehr Gemeinden im Hand zu Hand. Aber das sind dann Laodizianer, die bibeltreuen, die echt bibeltreuen Gemeinden, und die gibt's. Die gibt's, nur die Masse dazu in Relation ist wenig. Aber die gibt's natürlich, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Relation zu den restlichen Gemeinden wenig ist. Verstehst du, was ich meine? Wenn 100 bibeltreue Gemeinden in Deutschland gibt, das ist viel, klar. Aber in Relation zu den unbiblischen ist fast gar nichts. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wenn jetzt, sagen wir mal eben, hochgerechnet 100 bibeltreue Gemeinden, wenn so viele sind, ich mache mal 100 daraus. Da gibt es dann noch 10.000 unbiblische. Ich rede weder von evangelischer Kirche noch den reformierte oder so evangelische Kirche oder so, rede ich gar nicht davon. Das zählt man nicht hinzu. Solche, die sich bibeltreu nennen, auf ihre Art nennen sie sich alle bibeltreu. Von Charismatiker, Pfingstler und von Sektiererischen allesamt, wo sich selbst bibeltreu nennen würden, die würden nicht sagen, wir sind eine Sekte, wir sind unbiblisch, kommt zu uns, das sagen sie niemals. Sie alle sind bibeltreu für sich. Biblisch gesehen nicht. Für ihre Art ja. Sie können alles für sich herausnehmen und sagen, so ist es korrekt, lies doch. Und damit man dann zu denen gehört, sagt man ja, Frauen dürfen moderieren. Zuletzt ist mir dann von genau dieser Großgruppierung der Gemeinden, die das akzeptiert hat, mit Gemeinde moderieren, dürfen Frauen schon und so, ist mir sogar zu Ohren gekommen, dass man jetzt auch schon in einem Hauskreis Yoga praktiziert hat. Ist ziemlich schnell so Schlag auf Schlag gekommen, wenn man mal so sieht, so nur ein paar Wochen dazwischen. Na gut, paar Monate, genau, paar Monate dazwischen. Wie viel sind das? 3, 4, 4 Monate etwa dazwischen. Geschieht ziemlich rasch der Abfall, nicht wahr? Dass man sogar in andere religiöse Tätigkeiten hineinkommt. Wie lange, bis es in der Gemeinde drin dann auf einmal heißt, das ist doch nicht so schlimm. Jeder soll's halten, wie er will. Und das ist doch nicht irgendwie etwas Spiritistisches oder Geistiges dahinter. Du kannst doch Yoga-Übungen machen. Das tut doch dem Körper gut. Ist das wirklich so? Das wollen wir heute kurz dann betrachten. Also, Titel von meinem Video nenne ich ja, alles geht den Bach unter. Vielleicht ändere ich den Titel, ich weiß nicht, aber ich sage es dir so. In meiner Vorlesung, es wird eine Vorlesung sein, was Yoga wirklich ist, nur kurz und knapp, hör es dir mal an. Yoga gehört nicht zu irgendeiner Stretch-Übung, der dem Körper einfach gut tut, ja? Sondern es ist etwas dahinter. Und das, was dahinter steckt, das ist geistig. Das möchten wir dann betrachten zusammen. Es kann dir mal schlecht gehen. Es kann mal sein, dass du Schmerzen am Körper hast, da und dort von der Arbeit oder allgemein hast vielleicht Arthrose, was auch immer. Kann sein. Kenne ich alles, Schmerzen und so von Arbeit und vom Alltag und alles Mögliche. Mit was tust du dich danach beschäftigen? Wie kannst du herausfinden, was dir dann gut tut? Gesündere Ernährung hilft sicherlich, da muss ich mich selber an der Nase packen. Vitamine helfen auf jeden Fall. Es gibt Pulver, die habe ich hier auf dem Tisch, MSM, Glycin, diese Dinge, die kennt man. Glycin, ich hoffe, dass du das auch kennst, Glycin. Empfehle ich dir das mal zu untersuchen, nicht zu tief in die Materie hineingehen,
nicht irgendeinen Körperkult anfangen, das ist alles nicht wichtig. Aber wir sollen auf den Körper hier achten, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wie gesagt, da packe ich mich selbst an der Nase. Aber das ist ein Work in Progress, ja? Das ist wirklich in Arbeit, das Ganze. So gut es immer geht, ohne zu sehr zu übertreiben. Aber auf keinen Fall irgendwelche Übungen anfangen, wo du einfach sagst, das wird schon gut tun. Ich meditiere ja nicht. Nur Yoga-Übungen, bisschen stretchen, irgendwelche Figuren machen und alles. Was steckt dahinter? Also alles geht den Bach runter. Du wirst es bejahen mit allem, was auf der Welt los ist, was auf uns zukommt. Hoffe, dass einige Dinge nicht erleben werden. Weil wenn wir es erleben, werden es nicht viele überleben. Und wenn dies auch alles nicht geschehen sollte, wie es jetzt gerade so bevorsteht, nach der Meinung von vielen, ich glaube trotzdem nicht, dass es geschieht, irgendein atomarer Krieg und so, glaube ich einfach nicht. Die Technologie des Antichristen ist danach zerstört. Was will er denn den Leuten irgendwie einen Stempel aufdrücken? Glaube ich nicht. Die Technologien, die er dazu hat, so viel entwickelt und getan und seine Leute positioniert wie Schachfiguren, wie Bauern auf der Welt, die können nicht funktionieren. Siehst du das irgendwie? Wenn es einen atomaren Krieg gibt, und danach, wo ist die Technologie? Genau, die ist dann weg. Und viele der Leute auf der Welt, die überleben das nicht. Also, ich sehe es nicht ein, wahrscheinlich gibt es nicht irgendeinen atomaren Krieg. Wenn es doch einen gibt, wir da durch müssen, sind auch viele sind dann eh gleich beim Herrn. Und dann gibt es keine Ahnung, wie viele dann entrückt werden. Also das geht dann. Aber ist das Herrn Sache, du verstehst, die Zeichen der Zeit zeigen auf Mitternacht. Dunkelste Stunden der Welt stehen bevor. Wir werden in der dunkelsten Stunde der Welt auch weggeholt. Ganz klar, ruhige Zeit und so alles, wenn keiner erwartet. Glaubt mir, viele erwarten den Herrn auf keinen Fall. Keinen Fall. Wir sehen nur so diesen Teil, die da sagen, der Herr kommt bald und schaut und seht und. Aber den allergrößten Teil erwartet den Herrn auf keinen Fall. Auch wenn sie glauben, die Entrückung kann jederzeit sein, erwarten sie auf keinen Fall den Herrn. Vergiss das. Ist einfach so. Das habe ich in der Pfingsterei schon gesehen, in der Charismatik dann auch. Und das ist auch so geblieben, das, was ich auch alles sonst so auf der Welt so zu Ohren zuletzt bekommen habe, nicht selbst gesucht, sondern zu Ohren bekommen habe, zeigen klar auf, die meisten werden einfach plötzlich überrascht sein. Jeder von uns auf der ganzen Welt, in einem Augenblick. Bei was wird der Herr uns denn finden? In der Naherwartung? Im Dienst? Auf Knien im Gebet hoffentlich? In der Evangelisation, Straßenpredigt, Predigtdienst? Besuch von Geschwistern, die nichts mehr machen können, die nicht mehr weiter wissen? Wo bist du im Dienst? Bei was findet der Herr dich, lieber Mitbürger? Lieber Mitbürger, ja doch, lieber Mitbürger, lieber Bruder, liebe Schwester, wer du auch bist, der du dem Herrn Jesus Christus auch angehörst, welche Stellung du auch bist, der Herr soll uns in der echten Naherwartung finden. Wenn du die Situation in dem Leib Christi schaust, wenn du schaust, was in den Gemeinden so vor sich geht, hab schon viele Gemeinden von Ihnen gesehen, wollte ich sagen, aber digital gesehen. Vieles digital einfach gesehen, untersucht, so gut es ging. Der Rest ist dem Herrn anbefohlen. Weil sie zeigen auf der Seite, wie es ist, aber wenn Geschwister dahin gehen, dann kann es schon böse Überraschungen auch geben. Zum Beispiel so, nach einer Weile entdecken sie dann auf einmal, die unterstützen die Evangelisation nicht. Ist bei einem Bruder vorgekommen. Da denkt man sich, wieso? Sie evangelisieren selber, okay,
Aber wenn man zusammenarbeiten will, dann wollen sie nicht. Ist mir zu Ohren gekommen. Wie geht sowas? Sollen die Leute nicht errettet werden? Andere Gemeinden auf einmal entdeckst du, das ist ja kalvinistisch. Wie ich das auch in einer Gemeinde entdeckt hatte, wo ich Monate dann war, bevor ich zu einer bibeltreuen Gemeinde kam. Nach Monaten, ich habe nie etwas Calvinistisches gehört. Ich wurde nur gewarnt, dass es eine sehr calvinistische Gemeinde sogar ist. Und der Bibellehrer in jener calvinistischen Gemeinde würde ich sehr wundern, was für eine Gemeinde das ich war. Das ist schon 3,5, 4 Jahre fast her, so 3,5 Jahre etwa. Das ist ein sehr berühmter Bibellehrer, der Bücher schreibt und alles. Und sein Lehrer ist noch bekannter. Aber ich lasse die Namen. Es ist Schall und Rauch. Also ich will einfach nur sagen, das ist nur Spitze des Eisbergs, dass es auch Gemeinden gibt, die sogar noch anfangen, jetzt Yoga auszuüben. In USA, der erste Baptistengemeinde, ich weiß nicht, wie es heißt, ich weiß auch nicht mehr, wo es ist, habe da jetzt nichts aufgeschrieben, kommt mir gerade in den Sinn. Kundalini-Yoga, genau, auf einer Leuchtreklame, ja, Leuchtreklame, sage ich mal, steht dann am Mittwochs oder wie das ist. Ist lange her, wo ich YouTube das gesehen hatte, lange, lange her, dass die da Kundalini-Yoga Mittwochs, glaub, machen, zu einem gewissen Uhrzeit steht da. Der ersten Baptistengemeinde von USA. Was für eine Schande. Riesige Gemeinde. Was für eine Schande. Das ist keine Neuigkeit, das ist Jahre her. Was sonst noch alles da gibt, das will ich gar nicht sagen, das wirst du besser wissen wie ich wahrscheinlich. Also wenn du die Situation siehst in den Gemeinden, dann ist es sehr erschreckend. Heuchelei, Lügen, Betrügen gehören auch dazu. Noch vieles andere. Warum? Weil man sagt, das darf ich. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich will aber zu dem zurückgehen. Was sagt der Herr uns eigentlich? Mir ist etwas aufgefallen. Man nimmt es schlussendlich auch bisschen vielleicht aus dem Zusammenhang, aber muss es mal gut zuhören. In 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Okay, dann steht natürlich, was denn mit diesen Menschen dann gemeint ist. Welche Menschen? Was lehren sie? Durch die so in Gleisnerei Lügenredner sind und Brandmal in ihrem Gewissen haben und verbieten, ehrlich zu werden. Das ist alles, das führt direkt zum katholischen Religion natürlich. Es ist ja gewaltig, wie der Herr das macht, nicht wahr? Dass er da offenlegt, mit welcher Organisation gemeint ist. Und verbieten, ehrlich zu werden und zu meiden, die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Schau, und das ist auch bei den Adventisten. Die Adventisten sind da auch wieder gemeint. Die Speisen, die sie da verbieten. Katholiken verbieten, ehelich zu werden. Und ja, das Resultat ist dann, du weißt, was da alles herauskommt. Was für eine Schande. Was für Katastrophen. Und ich sehe allerdings hier, auch wenn es aus dem Zusammenhang ein bisschen so natürlich Großteil herausgenommen wird, Lehren der Teufel. Was meinst du, wenn einer gegen die Heilige Schrift geht, gegen die Lehre, die der Herr gegeben hat, und sagt, Frauen dürfen doch moderieren oder Frauen dürfen sogar predigen? Ist ja in vielen Gemeinden auch schon ganz normal. Und die Brüder sind dann wie zahme Lämmer auf den Bildern, wird dann vorgestellt. Wer ist der Pastor in der Gemeinde oder Gemeindeältester? Dann steht Gemeindeältestin. Dann siehst du eine Fräulein, die so einfach glücklich hereinblickt. Und danach kommt so ein Mann und schaut auch so glücklich hinein. Für sie ist das okay. Verstehst du? Das ist nicht einfach so mal, die sind einfach von irgendetwas treibt sie dazu an. Das sind Lehren der Teufel. Das ist verkehrt.
Es fehlt nur noch, dass sie ein anderes Evangelium verkünden, da wäre noch ein Fluch drauf. Aber sie bleiben allermeist großen Teil im Evangelium, das zu reden vom Agenda glaubt. Aber dass sie solche Dinge gutheißen, das ist nicht einfach so, dass sie zu einem Bund auch dazugehören, sondern sie sagen einfach, das ist okay. Sie könnten als Gemeinde auch sagen, dann treten wir doch aus dem Bund heraus. Oder? Tun sie nicht. Du bist abgesichert finanziell, wenn du da drin bleibst. Das sind die Gemeinden. Sie sagen, für sie ist es gut. Genau, jetzt möchte ich aber an diesen Punkt kommen. Also, lehrender Teufel. Was sind auch lehrender Teufel? Jede Religion. Auch der Atheismus selber natürlich, aber jede Religion. Was hat das jetzt mit Yoga auf sich? Ich habe mal eine Schwester gekannt, habe Kontakt schon lange gebrochen mit ihr, schon das wirklich eine Weile her. Die hat Konzentrationsprobleme, glaube ich, gehabt, genau. Ehemalige Muslimin. Und die hat angefangen, wirklich zu meditieren. Ihr ging es dann noch vielfach schlechter. Du kannst nicht einfach diese Sachen machen, ohne dass du dann besessen bist, ohne dass du dann Probleme bekommst mit den Geistern, die dahinter stecken. Du kannst nicht anfangen zu meditieren oder zu kiffen oder anderes an Drogen zu nehmen oder sonst irgendetwas spiritistische Musik zu hören, zum Einschlafen irgendwelche. Wie heißen diese binauralen, diese Töne zu hören, mit denen hatte ich sehr viel zu tun in meiner gottlosen Zeit. Wenn du nur wüsstest, wie viele Stunden ich verbracht habe, um höhere Dimensionen und so, was auch immer das für ein Unsinn ist, hineinzukommen, noch andere Dinge damit zu tun. Ich hatte so viel zu tun mit dem. Irgendwelche Töne hören, dass da, wenn du wüsstest, was alles da gemacht habe. Darum, ich warne wirklich jeden Einzelnen. Der Herr allein gibt Frieden. Der Herr Jesus Christus. Ich nicht wie der Welt gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch, sagt der Herr, nicht wahr? Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebe ich euch. Genau, meinen Frieden, sagt der Herr. Wenn du Unfrieden im Herzen hast, ist es entweder. Also Unfriede ist richtig so. Also auch wenn du den Frieden Gottes hast, kannst du trotzdem ziemlich Kämpfe haben. Ja, man will heim zum Herrn, wenn man wirklich Sehnsucht nach dem Zuhause oben hat. Und dann hat man auch Kämpfe, ja, hat man Probleme. So. Aber du kannst auch in Unruhe sein, und zwar richtig in Unruhe, wenn du in Sünde drin beharrst. Du kannst in Unruhe drin sein, wenn du mit einem Fuß in der Welt bist. Du kannst in Unruhe sein, wenn du ja, im Pfingstreim Charismatik auch drin bist. Der eine oder andere wird das schon wissen. Die anderen verspüren dies nicht. Weiß nicht, warum die im Pfingstreim Charismatik sind. Die sind dann nicht in Unruhe, die sind einfach in ihrem Kampf drin und meinen, das ist einfach ein geistiger Kampf, wo sie durch müssen. Aber das lasse ich mal. Ich hoffe, dass du das korrekt verstehst. Diese Zeit, in der wir drin sind, wären solche Dinge, die okkult sind, das ist auch Yoga, das schauen wir uns gleich an, gut geheißen. Auch Kundalini-Yoga. Unfassbar. Solche Dinge als normal angesehen werden. Ich empfehle nicht, irgendwie wie ein Mönch so abgeschieden von der Welt zu sein, aber ich empfehle wirklich, großen Schritt zurück von der Welt. Die Welt vergeht. Das ist alles, wie du siehst. Einfach alles, komplett. Das ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist droben. Das himmlische Jerusalem. Unser aller Mutter, wie auch geschrieben steht. Da zieht es einem auch heim, wenn man nach Hause möchte. Nach Hause einen zieht. Dann ist das Herz da, wo dein Schatz ist, nicht wahr? Wo euer Herz ist, da ist euer Schatz. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Irdisch?
Du kannst alles vom Herrn bekommen haben, das ist nicht das Problem. Haus, Auto, Familie, Geld. Der Herr gibt reichlich zu genießen, das alles hier unten. Das ist nicht das Problem. Aber bist du himmlisch wirklich gesinnt? Himmlisch gesinnt sein heißt jetzt nicht so oberfromm tun und so. Bist du himmlisch gesinnt? Bist du ein Menschenfischer? Ist der Herr Jesus Christus in deinen Gedanken Tag und Nacht? Was hast du gedacht letzte Nacht, wo du aufgewacht bist? Frage für jeden einzelnen von euch. Bin aufgewacht in der Nacht und mein Gedanke war, Herr, wann kommst du? Wann kommst du? Den Abend davor in Tränen. Herr, du bist immer noch nicht gekommen. Ja. Sehnt es dich nach aus? Ja. Das ist eine Frage. Und wenn du jetzt Gemeinden fragst, die sogar mit Yoga und so anfangen, wäre eine interessante Frage. Sehnt es euch überhaupt nach Hause zum Herrn? Interessiert euch das überhaupt? Ist das irgendwie für euch wichtig? Hat es solch ein Gewicht in eurem Leben, dass ihr die Gemeinde vielleicht ändert? Frau moderieren gibt's nicht. Aktiv werden sollten wir endlich. Sogar Worship und alles ist in einer Region schon vorhanden und so. Müsste man doch sagen, wieso? Wer ist hinein in die Gemeinde und hat Worship und alles hineingebracht? Ist nicht ein Einzelfall in einem großen Verband der Gemeinden, sondern ist auch gang und gäbe irgendwo da und dort in Deutschland, Österreich und alle Länder auf dem ganzen Erdkreis, wo es bibeltreue Gemeinden gibt, die ehemals wahrscheinlich bibeltreu waren. Genau, das will ich einfach nur so gesagt haben. Jetzt schau mal, was steckt dahinter? Von wo kommt dieses Yoga? Etwa in den 70ern und 80ern, nachdem so viele Suchende wie vor allem Krishna-Anhänger aus dieser Generation sich den östlichen Religionen zugewandt hatten, kamen einige wieder in den Westen zurück, um Yoga zu lehren. Es gibt viele Krishna-Tempel in Deutschland, in denen man die strengen Tagesabläufe und die Riten abhalten kann. Sonntags wird dort auch für alle geöffnet. Der Ursprung dieser Religion ist das Tantra-Yoga, das magische Praktiken beinhaltet. Die Sprache des Yoga ist das Sanskrit und kommt von der alten vedischen Kultur Indiens. Ich möchte mich nicht lange aufhalten mit dem Ursprung des Yoga, denn das ist im Internet zu finden, zum Beispiel bei Wikipedia. Nun kam es in den Westen, von Ost nach West, und boomt zurzeit. Es ist mittlerweile von vielen Krankenkassen anerkannt, wenn der Yoga unterrichtende und pädagogische Ausbildung hat oder Heilpraktiker ist und eine Yogalehrerausbildung mit mehr als 750 Unterrichtsstunden. In Deutschland wird die Ausbildung anerkannt vom Bund der deutschen Yogalehrer. Yoga ist im Westen zu einer Gesundheits- und Fitnesswissenschaft geworden. Das ist eine Tatsache, das weißt du. Beruht aber definitiv auf der Chakrenlehre und der Religion von verschiedenen Götzen. Sowie einem transzendentalen, unpersönlichen Gott, den die Hindus als Brahmanen bezeichnen. Das ist dann der Zustand, in dem man gemäß der Lehre selber alles ist, was ist. Viele Yogis saßen jahrelang in Höhlen und lebten unter strengster Enthaltsamkeit, um der Dualität des Kosmos zu entfliehen, um in die Einheit in Brahman oder Atman oder Paramatman einzugehen. Und total okkulte Sachen. Alles Mögliche, mehr oder weniger zu tun gehabt. Das heißt, Yoga ist eben niemals eine pragmatische Wissenschaft, nur weil es den Kreislauf und die Organe durchblutet, oder die Konzentration fördert. Nein, es ist eine okkulte Praktik. Diese wird aber zur Entspannung angepriesen, als Wellnessprogramm oder Versuchende als Weg zu Gott, denn schließlich gehört zum Yoga auch die Meditation dazu und so sind auch alle Übungen,
sogenannte Asanas, sehr meditativ gestaltet. Bestimmte Asanas sollen auf die einzelnen Chakren wirken, diese öffnen und das innere Gleichgewicht fördern. Diese Asanas gestalten sich in jeder Yogaschule nach dem System eines bestimmten Meisters, der oft als Guru verehrt wird, dessen Bilder man garantiert entweder auf einem Altar oder als Wandbild findet. Auf den Altären der Yogaschule findet man meistens folgende Götzenbilder aus Metall: Shiva als Tanzenden in einem Schlangenkreis, Krishna mit einer Flöte, Ganesha mit Elefantenkopf, Durga, Sarasvati oder andere. Oftmals hängen diese Gottheiten auch als festgelegte Bilder an der Wand. Das heißt, egal wo man in Indien solche Poster oder Bilder bestellt, sind immer die gleichen Attribute. Durga sitzt auf einem Tiger, Krishna spielt mit der Flöte, Shiva sitzt meist in Meditationshaltung und hat immer die Schlangen um den Hals hängen. Sarasvati hat ein Musikinstrument. Die Götzen werden zu verschiedenen Zwecken angebetet. Das findet meist in Zeremonien statt, sogenannte Pujas, außerhalb der Yogastunden. Mir kommt etwas in den Sinn. Hast du es vielleicht auch bemerkt? Ich lese dir jetzt mal etwas vor. Es ist mir jetzt gerade aufgefallen. Diese Krishna mit einer Flöte. Was war das andere? Krishna ist mit der Flöte. Dieses Sarasvati hat ein Musikinstrument. Das sind Teufel. Das sind Teufel. Mich erinnert das direkt an 1. Mose Kapitel 6 und die weiteren Verse. Ja, ein bisschen weiter. Weißt du, was mich das erinnert? Nur, dass du mal den teuflischen Hintergrund nochmal auch biblisch siehst. Also, gib mir kurz Zeit und dann wirst du das sehen und vielleicht aufschicken. Es ist genau, das ist ja die Linie von Kain. Also nichts Gutes. Die Nachkommen von Kain. Hier sind ja ein paar Sachen drin. Also, und Ada gibt also das 1. Mose Kapitel 4 ab Vers 20. Genau. Und Ada gebar Jabal, von dem sind herkommen, die in Hütten wohnen und Vieh zogen. Noch alles gut. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind herkommen, die Geiger und Pfeifer. Auf einmal haben sie Instrumente zum Musikmachen. Erinnerst du dich ein bisschen auch an die afrikanische Kultur schlussendlich, die da auch mit Trommeln und mit Pfeifen und mit geigenähnlichen Instrumenten, soweit ich... Müsste ich jetzt nachschauen, aber das, du weißt, was ich meine. Die sind auf einmal da, diese Instrumente. Und du kannst nicht sagen, ja, das hat ihnen der Herr gegeben. Der Luzifer, der war auch ein musizierender Cherub. Guck, danach geht es noch tiefer runter. Das ist immer schlimmer dann. Die Zilla aber gebar auch nämlich dem Tubal-Kain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Auf einmal lernen sie Erz und Eisenwerk. Und aus dem Funden natürlich von so tiefer, von der Erzmine in Chile, nicht wahr? Hat man ja auch so tief unten hat man ja auch Eisenfiguren und auch sonst andere Gegenstände gefunden. Von wo kommt das? Sehr sicher, das ist von der Zeit von vor der Sintflut. Ist alles so tief runter geschwemmt worden schlussendlich. Also wie du siehst, danach natürlich rühmt sich einer, dass er da zwei Weiber hat. Er rühmt sich auch, ja, auf einmal rühmt er sich, dass er jemanden getötet hat für eine Wunde und für eine Beule und so weiter. Genau, also das ist mir so aufgefallen. Weiß nicht, vielleicht für dich auch erhellend. Nicht falsch verstehen, also, solche, die in sogenannten, die nennen sich auch bibeltreu, die Gemeinden, bin ich fest überzeugt. Die sagen nicht, wir sind schon längst Laodizianer, die nennen sich auch bibeltreu dann.
wenn sie da anfangen, in Hauskreisen, sogar in den Gemeinden drin, auf einmal Yogamatten auszulegen, habe ich auch eine Gemeinde oder zwei, vielleicht sogar noch mehr, weiß ich mehr, gelesen, dass da auf einmal, was für eine Stunde war das, ich weiß nicht, wie die das genannt haben, nicht Yogastunde, aber sind nah dran an Yoga. Würde mich nicht wundern, wenn die auch Yoga hineinpacken in ihre Stunde, in ihre Gymnastikstunde. Aber die machen sicherlich auch Yoga-ähnliches oder praktizieren sogar. Für sie ist es okay. Das Ganze ist teuflisch. Von dem allem sollen wir uns fernhalten als Gemeinde. Nicht wahr? Wenn irgendeiner das nicht bejahen kann, dann bitte ich dich darüber, Buße zu tun. Muss raus aus dem allem. Sei nicht wieder ein Knecht des Teufels. Du musst von dem weg. Du kannst nicht meditieren, du kannst nicht Yoga-Übungen machen. Das ist Huldigung dem Teufel, der dahinter steckt. Genau, hier geht es jetzt um Mantren und so, das muss ich nicht vorlesen, einfach, dass du bis hierher verstehst. Genau, Götzen anrufen per Mantra, das lasse ich alles, das ist nicht wichtig. Das machen ja die Gemeinden nicht. Die vedische Kunst, ja, siehst du, das ist auch nicht okay. In sogenannten offenen Yogastunden, zu denen jeder kommen kann, wird vor der Yogastunde häufig ein Mantra rezitiert und auch während der Atemübungen, dem sogenannten Pranayama, das den Asanas vorausgeht, dient der Aufnahme des sogenannten Pranas. Das habe ich dann auch als Zeugnis gehört von jemandem, der dieses Zeugnis gehört hat. Das ist nicht Ohrenblasen, ja, so, ah, der hat es gesagt. Das ist sehr, sehr wichtig. Was kommt als nächstes in solchen Gemeindegruppierungen, die schon anfangen, nicht nur Frauen moderieren, auf einmal Yoga im Hauskreis, ja, dann wird es den anderen auch nicht stören. Würde sagen, du, wenn du den Übungen machst, dann macht nichts, ja? Das geht's noch. Was kommt noch? Und da wurde mir eben auch gesagt, schlussendlich dann, ja, da würden die Atemübungen nur machen und Yoga und so. Ah, Atemübungen auch. Dann hat man genau nachgeschaut, was man denn tut eben. Das ist die Wissenschaft, wie hat es geheißen, Gesundheitswissenschaft der westlichen Welt oder wie das genannt wurde, ist genau das. Genau das. Ja, genau, Yoga ist im Westen zu einer Gesundheits- und Fitnesswissenschaft geworden. Das ist genau das. Man denkt, es tut gut, dann muss es ja auch gut sein. Nicht prüfen, nicht wahr? Ich habe jemanden, ich kenne immer noch jemanden, aber nicht im Kontakt, hat immer, was war das? Autosuggestion gemacht. Also sich selber hypnotisiert eigentlich und sich ausgeklingt und warst im Schlafen. Die Person will dann in den Schlaf und wachte dann, also das ist nicht ein Powernapping, ja, sondern einfach ausklinken und dann ist man weg. Geht's noch? Ohne zu schauen, was mache ich eigentlich? Was ist das? Ist es vielleicht doch schrecklich? Hat es schreckliche Einflüsse auf mich, meine Familie? Wie gesagt, diese Person habe ich schon lange keinen Kontakt. Leider nicht, ist auch ein Verwandter im Fleisch. Aber man muss es doch prüfen, oder? Eben. Als bibeltreue Christen in einer Gemeindegruppierung, die so groß ist, Dutzende Gemeinden, müsste man doch prüfen, soll ich Worship hineinholen? Soll ich in die evangelische Allianz? Soll ich... eben, soll ich, muss man abprüfen. Nicht einfach einen Ausweg so schlängelnd wie eine Schlange suchen, ja, dann mache ich doch das einfach auch und dann ist mal Ruhe. Der Druck hört dann auf von der Allianz. Selber schuld. Wenn du einen Bund mit der Welt gehst, dann wird dich schlussendlich der Teufel packen. Das gesamte Gemeindebund als Einzelgemeinde auch. Du kannst nicht mit der Welt per Du gehen als Gemeinde oder Gemeindebund, kannst du nicht. Jeder Einzelne, der da ein bisschen Vernunft hat,
Ein Wiedergeborener meine ich damit, der wird das verstehen. Der Rest wird sagen, ist halt unsere Zeit, kann man nicht besser machen. Doch, dazu wird auch der Herr, ruft der Herr uns auch auf. Das Problem ist, wir sind, es wird sein wie zu den Zeiten von Noah. Und das beinhaltet es auch. Man heißt das alles gut, ist ja nur Musik, Worship, ja und? Ist ja nur Lichtshow. Ja, mach doch nichts, machen wir auch. Ja, was nimmst du noch dazu? Ich kann nur Kopf schütteln. Ich verstehe es nicht. Die Hauptfrage: Ist Yoga mit dem christlichen Glauben vereinbar? Ist es möglich, nach dem, was du bis jetzt gehört hast? Ganz sicher nicht, oder? Auf keinen Fall. Ich habe versucht, in der Offenbarung, in den sieben Sendschreiben, mal zu schauen, wo kann ich das eigentlich einordnen, wenn eine Gemeinde so Dinge anfängt. Frauen dürfen moderieren und so. Okay, das ist schon Laodicea, weil das ist Emanzipation. Ja? Das ist einfach die Hippie-Bewegung, die da schlussendlich gesagt hat, wir machen, wie wir wollen. Tu, was du willst, auf die Art wie ein Satanist, einfach tu, was du willst. Die Welt ist seitdem die drei Generationen etwa danach, seit 1968, 1969, ist die Welt wie? Emanzipiert. Unterwandert. Das, was der Herr sagt, ist einfach nicht mehr gültig für die Welt. Aber eben, das Wort Gottes ist schon längst von der Welt verworfen. Von den Gemeinden ist die Heilige Schrift auch schon lange verworfen. Und sie merken es nicht. Und genau so wird es auch sein bei der Entrückung. Die Geschwister, die jetzt gerade mit solchen Sachen zu tun haben, die werden unfassbar überrascht sein. Vielleicht findet der Herr sie auf einmal in Yoga-Stellung. Was für eine Schande. Es ist doch verrückt. Oder nicht? Eine Gemeinde, die mitten in einer Kundalini-Sitzung ist, wo mit dem Teufel da im Bunde ist, auf einmal, in einem Augenblick, in einem Nu, der Herr holt uns heim. Kann ein Wiedergeborener Kundalini-Yoga machen oder einfach Yoga-Übungen, Atemübungen? Klar. Ja, mach's aber nicht. Du kannst jedwede Dummheit machen, mach's trotzdem nicht. Das darf nicht geschehen. Das darf niemals passieren. Und jetzt fängt solche Dinge schon an. Und hier in Europa, nicht in einem USA, wo viel wilder, viel verrückter ist. Was da für Gemeindegruppierungen gibt, wer da vorne predigt, das darf man gar nicht aussprechen. Das beschmutzt einen. Das ist verrückt. Einfach verrückt. Und das ist alles Laodicea. Aber wo ich das so einordnen soll, weiß ich nicht. Yoga und Atemübungen. Ich weiß nicht, wo man das einordnet. Kann man einfach sagen, auch zu Laodicea, vielleicht, ja, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwo anders kann man vielleicht gar nicht einordnen. Es ist einfach, der Mensch hat Recht und Gott hat somit Unrecht. Genau. So war es vor der Sintflut. Der eine sagt ja hier, tja, ich nehme einfach zwei Frauen. Hey, die eine ist schön, die andere auch. Ich nehme beide. Super. Hat der Herr das so gesagt? Eine Gehilfin. Eine. Na, siehe da. Du sollst nicht töten. Der rühmt sich, dass er tötet. Für eine Beule erschlägt er den anderen und so weiter. Von wo kommt es? Der andere lernt mit Musikinstrumenten und so. Wie ist er denn dazu gekommen? Ist vielleicht irgendeiner ein Engel der Finsternis, der sich als Engel des Lichts ausgegeben hat, ihm gekommen so vor sein Angesicht und hat ihm irgendwelche Instrumente gezeigt? Ist das möglich? Ich glaube ja. Und du siehst, was mit Musik heutzutage gemacht wird. Muss man gar nicht darauf eingehen.
Also das wollte ich so mitteilen. Ich weiß nicht, wem das hilft, aber ich hoffe, dass das zur Vorsicht ermahnt. Sage nicht, die Gemeinde, wo ich bin, wird es nicht betreffen. Jeder Einzelne muss darauf achten, dass er nicht irgendeinen Unsinn von religiösen Sachen einfach annimmt und sagt, das tue ich doch einfach. Ich habe so viel Schmerzen. Dehnübungen. Wirklich. Das kannst du schon tun, aber nicht Yoga-Übungen. Du willst zur Ruhe kommen mit Atemübungen. Weißt du, wann für mich Ruhe ist? Für mich persönlich. Wenn ich auf den Knien vor dem Herrn bin und bete. Wenn ich in sein Heiligwort hineinschaue und ruhig bin. Oder einfach mit dem Herrn auch spreche im Gebet. Meine Mühsal ihm abgebe, nach Matthäus 11, 28, nicht wahr? Mühsal abgebe. Unsere Sorgen, wenn wir abgeben, werden wir ruhig. Aber wenn du anfängst, einfach deinen Körper zu vergötzen und zu vergöttern somit, dann schaust du wirklich auf dies, was vor Augen ist und nicht das, was ewig ist. Darum, wo ist dein Herz, da ist auch dein Schatz. Na, so hoffe ich, dass ich das für dich gut verbinden konnte. Suche das Angesicht des Herrn, nicht nach dem, was die Welt hergibt. Das ist so mein Wort noch an dich. Du siehst, wie weit die Gemeinden jetzt gerade, wie es aussieht, hingehen. Darum, wenn du nicht in einer bibeltreuen Gemeinde bist, dann brauchst nur deine Postleitzahl und zu wissen, wie weit du fahren kannst, und ich suche dir eine bibeltreue Gemeinde aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Amen.